Moin, willkommen in Hamburg an der Sternbrücke. Hier hat die DB im April 2024 mit den Vorbereitungen für den Brückenneubau angefangen. Das Gebäude des Musikclubs Wagenbau steht zwar noch, ist aber inzwischen eingezäunt. Ebenso sieht es mit dem Gebäude links vom Wagenbau aus. Dort hatte früher die Firma Butzek Automobile ihren Sitz. Zum Vergleich seht ihr hier eine Aufnahme aus dem Dezember 2020. Damals standen noch Autos auf dem Hof. Unter der Brücke, auf der Seite in Richtung Hamburg Innenstadt, befand sich die Astra-Stube, ebenfalls ein Musikclub. 2020 war dies durch die Schilder klar zu erkennen. An der westlichen Seite, Richtung Altona, wurden die ersten Gebäude zwischen Max-Brauer-Allee und Bahnstrecke abgerissen. Durch die Baulücke bietet sich hier jetzt ungewohnt freie Sicht auf den Zugverkehr. Hier seht ihr den Vergleich, zuerst im April 2024 und hier den Zustand im Februar 2024, als die Häuser noch standen. Auch am anderen Ende der Brücke, Richtung Hauptbahnhof, zwischen Bahnstrecke und Stresemannstraße, wurde ein Haus abgerissen. Das zweistöckige Haus, das hier ganz rechts im Bild zu sehen ist, steht nicht mehr.
Die Sternbrücke ist fast 100 Jahre alt und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Geplant ist eine große Bogenbrücke. Dadurch werden keine Stützen im Straßenraum benötigt. Dieser Neubau ist jedoch umstritten, weil er optisch die Kreuzung sehr stark beherrscht. Ihr seht jetzt noch weitere Aufnahmen aus dem Jahr 2020. Am westlichen Brückenende, also in Richtung Altona, befand sich in diesem Gebäude an und unter der Brücke ein weiterer Musikclub, das Fundbüro. Der Name leitet sich davon her, dass es hier früher tatsächlich ein DB-Fundbüro an der Stresemannstraße gab. Hier seht ihr noch die Aufkleber einer Initiative für den Erhalt oder Neubau der Brücke in der bisherigen Form. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.